lassen Sie mich kurz etwas Kritik üben. Wir reden heute über ein gutes Kita-Gesetz und gestern Abend habe ich in der Vorversion die Zeitung aufgeschlagen und da war ein Kita-Öffnungsfahrplan drin. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, üben Sie bitte auch mal ein bisschen Kritik mit Ihrer Staatsregierung hier, liebe regierungstragenden Fraktionen, wenn wir hier immer Sondersitzungen machen und darüber reden, wie es hier weitergeht und dann schlagen wir die Zeitung auf und erfahren, dass daraus dann wird das Parlament etwas ad absurdum geführt. Das tut mir leid, das ist einfach ziemlich ärgerlich und trägt der Debatte heute auch nie positiv bei. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man anders die Informationen bekommt. Frau Firmenich, Sie haben gerade gesagt, die Digitalisierung an den Kindertageseinrichtungen ist Ihnen wichtig. Ich sehe das etwas zweigeteilt. Natürlich sollen dort moderne Techniken zur Anwendung kommen, wenn die Erzieher mal was einsetzen möchten. Ich möchte nicht, ganz ehrlich, dass die Kinder dann vor Tablets etc. sitzen. Ich bin ein großer Freund, das kennen Sie auch aus Mittelsachsen, Haus der kleinen Forscher. Das habe ich vor meiner Tätigkeit hier auch aktiv begleitet. Auch das sollten wir mit im Auge behalten, wenn wir hier gute Kita weiterentwickeln, dass wir die Kinder auch dazu animieren, zum Experimentieren etc. und das sachsenweit auch stärker ausbauen, das würde mir sehr am Herzen liegen. Und Frau Friedl, Sie haben einen Rückblick gemacht zur frühkindlichen Bildung hier in Sachsen. Dazu gehört natürlich auch eine Umfrage aus 2018, wo man die Kita-Erzieher, wo man die Leitung und die Eltern gefragt hat, was wünscht ihr euch, wollt ihr einen besseren Personalschlüssel, Vor- und Nachbereitungszeit etc. Und ein Großteil der Eltern, der Kita-Erzieher und der Kita-Leitung hatte sich für einen besseren Personalschlüssel ausgesprochen. Gekommen ist dann die Vor- und Nachbereitungszeit, die hätte ich mir auch mehr Mut gewünscht von vornherein, wenn man so eine Umfrage macht, dass man natürlich dann auch ehrlich mit allen umgeht. Und bevor wir natürlich über frühkindliche Bildung sprechen, meine Damen und Herren, eine Besserung der Betreuung der Kinder, müssen natürlich Kinder auch erstmal geboren werden. Und da sind wir als AfD-Fraktion auch hinterher und sagen, wir müssen das stärker in Sachsen fordern, wollen da auch eine Willkommenskultur für Kinder leben mit 5.000 Euro je Geburt. Und dazu gehören natürlich auch Geburtskliniken im ländlichen Raum. Wenn die jetzt wie in Leis nicht geschlossen werden, dann ist das ein Armutszeugnis für den Freistaat Sachsen. Da brauchen wir dann nie reden über eine bessere frühkindliche Bildung, wenn die Eltern sich gegen Sachsen entscheiden, dann sind irgendwann unsere Kitas leer, meine Damen und Herren. Und wenn wir natürlich auch über die Kinderbetreuung da sprechen, das besser zu machen, wir können ja dann gleich noch über die Altersstruktur der Erzieher sprechen, dann ist es natürlich ganz einfach zu sagen, wie könnte ich jetzt schon eine Entlastung schaffen, dass ich den Personalschlüssel mit einfachen Mitteln verbessern. Und da haben wir als AfD den Vorschlag, hier das Landeserziehungsgeld in Sachsen auszubauen auf 2 Jahre nach dem Bundeselterngeld von den 150 Euro auf mindestens 750 Euro zu gehen. Da würden sie es nämlich schaffen, dass die Eltern in den ersten 3 Jahren weil der Herr Bartner gerade etwas zugeworfen hat. Deswegen, Herr Piewoz, ich habe da auch Humor, deswegen... Ja, ich habe Humor, glauben Sie mir. Von daher, der Herr Barth hat mich schon darauf hingewiesen, das werden wir, lieber André Barth, natürlich auch in den Haushaltsverhandlungen uns genau anschauen, was das kostet. Der Vorschlag bleibt aber, den wir als AfD haben, hier das Landeserziehungsgeld auszubauen, hier die Wahlfreiheit zu schaffen für die Eltern. Und wenn die dann sagen, in den ersten 3 Jahren, ich betreue das Kind zu Hause, dann schaffen wir nämlich da eine Entlastung in den Kindertageseinrichtungen, schaffen mit relativ einfachen Mitteln eine Verbesserung des Personalschlüssels. Deswegen werden wir uns weiter dafür auch stark machen. Und Sie haben es angesprochen, Frau Friedl, den Elternbeitrag. Das ist natürlich auch eine Sache, die wir uns auf die Agenda geschrieben haben, für diese Legislaturperiode den Weg zu schaffen hin zu einer kostenfreien Kita. Dazu gehört für mich aber eben im ersten Schritt, dass wir zuerst das Landeserziehungsgeld deutlich ausbauen, die Wahlfreiheit schaffen und dann uns den Elternbeitrag anschauen. Man könnte aber schon Schritte gehen, mal schauen, ob wir es jetzt im Haushalt machen oder im darauffolgenden Haushalt, dass man einen Deckel einführt und sagt, okay, ich deckele den Elternbeitrag auf 20% in der Kita und im Hort und auf 15% in der Krippe würden 86 Millionen Euro im Jahr extra kosten. Da würden wir auch einiges tun, um natürlich die Eltern zu entlasten und weitere Vorschläge dann im weiteren Verlauf. Vielen Dank.
möchte das auch nochmal nutzen, auf ein paar Sachen einzugehen. Frau Tendler-Valenta von den Linken. Also natürlich sollte jede Frau frei entscheiden und selbst entscheiden, wie viele Kinder sie haben möchte. Meine Frau hat sich auch freiwillig für 3 Kinder zu Hause entschieden. Wir haben aber ganz oft Familien in Sachsen, die sagen, wir könnten uns vorstellen, noch ein Kind zu bekommen. Das ist aber auch mit großen finanziellen Risiken verbunden. Und genau das wollen wir als AfD mit einer Willkommenskultur, mit einer Kindermutmachtprämie einfach bekämpfen und sagen, entscheidet euch für Kinder, weil gerade den demografischen Wandel, den schaffen wir, wenn der Trend hingeht zur 3- oder 4-Kind-Familie, und da gehen viele von uns ja von der AfD-Fraktion positiv voran. Und Frau Melcher von den Grünen, also ich weiß ja nicht, wo Sie Mathematik hatten. Also wenn wir uns anschauen, die unter 3-Jährigen, na, da ist der gesetzliche Schlüssel bei 1:5. Und jetzt würden sich, weil wir ein gutes Landeserziehungsgeld, so wie es die AfD fordert, ausbauen. Und jedes 5. Kind wird, weil die Eltern sich für entscheiden, zu Hause in den ersten 3 Jahren betreut. Und da wird, oh Wunder, aus dem Schlüssel 1:5 wird 1:4. Da sollte man auch mal ein bisschen in Mathematik aufpassen. Nun gut. Und das sind wir genau beim Schlüssel. Beim Schlüssel wollen wir nämlich perspektivisch, das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben zur Landtagswahl, von dem jetzigen 1:5 bei den unter 3-Jährigen langsam zu 1:3 und bei den über 3-Jährigen von 1:12 auf unter 1:8. Das wird ein schwerer und langer Weg, weil wir haben die Altersstruktur der Erzieher ähnlich wie bei den Lehrern. 34% der Erzieher sind über 50 Jahre alt. Gerade im ländlichen Raum ist die Situation noch dramatischer, beispielsweise in Görlitz oder in Bautzen. Da sind 40% der Erzieher über 40 Jahre alt und sogar 10% über 60 Jahre alt. Hier fällt Ihnen die Politik der letzten Jahre, wie bei den Lehrern, wieder auf die Füße. Und deswegen fordern wir als AfD auch eine Landerzieherquote, genauso wie eine Landarztquote, damit wir den ländlichen Raum nämlich attraktiver machen, dass wir Lenkungsmittel finden, dass sich dort die jungen Erzieher hinentscheiden und sagen, wir gehen in den ländlichen Raum und da muss ich weiterhin für schnelles Internet, für gute Straßen sorgen etc. Denn nur dann werden sich Familien dort ansiedeln und ein Erzieher oder eine Erzieherin auch sagen, ich entscheide mich für den ländlichen Raum und nehme dort eine Arbeit auf. Und wenn wir über gute Kitas sprechen, dann müssen wir natürlich auch über gute Gebäude reden, also eine Verbesserung der kommunalen Haushalte. Wir müssen wegkommen von dieser Finanzierung der Kommunen, die auf reine Einwohnerzahlen beschränkt sind. Wir als AfD wollen das ja auch an die Fläche mitkoppeln, damit hier die Kommunen mehr Geld zur Verfügung haben, weil ich schaue schon in den nächsten Wochen vor, bin ja selbst auch kreisreit bei mir am Landkreis Mittelsachsen, wenn wir im Jugendhilfeausschuss dann schauen, welche Kommune von uns bekommt dann Geld von der Förderrichtlinie Kita-Bau etc., wo stecken wir Geld rein. Ich denke, hier müssen wir grundsätzlich zu einem Umdenken kommen von der staatlichen Finanzierung her. Und wenn wir die Kitas weiter ausbauen wollen vor Ort, dann müssen wir natürlich uns auch dem Problem der Nachträge bei der Kitasanierung oder beim Neubau endlich mal widmen. Ich habe das bei uns erlebt. Wir sind mit Bauplanung in Siebenlehn reingegangen mit 1,4 Millionen für eine neue Kita und jetzt bei 1,9 Millionen hinten rausgegangen. Also ein Drittel mehr hat das Ganze gekostet. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, es ist nicht die erste Kindertageseinrichtung, die hier im Freistaat Sachsen jetzt neu gemacht wird. Hier müssen wir endlich anpacken und die Planer auch ein bisschen in die Verantwortung nehmen und die Kommunen, dass hier vernünftig angesetzt wird. Und ein letztes ist als Appell oder ein vorletztes ist jetzt die Entlastung der Eltern, die Kita-Beiträge. Schaffen Sie bitte endlich die rechtlichen Grundlagen. Gemeinden wie Gröditz im Landkreis Meißen, die ziehen ja immer noch Elternbeiträge ein. Schauen Sie endlich, dass das Geld, was Sie versprochen haben, auch da bei den Eltern, bei den Kommunen ankommt. Wir als AfD haben ja schon neulich gefordert, dass Sie bitte zu 100% die Kosten übernehmen als Freistaat, denn wer schließt, der sollte auch bezahlen. Und ein letztes, meine Damen und Herren, zum Bereich der Bildung in Kindertageseinrichtungen, auch für die Erzieher. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also für das Haus der kleinen Forscher, für Experimente etc., da gewinnen Sie uns, wenn wir das hinbekommen, dann animieren wir auch die Kinder auch stärker vielleicht neben dem musischen Bereich, der ja wichtig ist, auch in den mathematisch-technischen Bereich zu gehen. Wir werden uns aber verwehren gegen eine weitere Frühsexualisierung, die an Kindertagesstätten wahrscheinlich jetzt hier unter grüner Regierungsbeteiligung kommen wird, wenn der Bildungsplan überarbeitet wird mit Gender Gaga etc., der ein Angriff auf die traditionelle Familie ist. Da werden wir uns entgegenstellen und wir sind natürlich auch gegen den SPD-Traum der staatlichen Hoheit über den Kinderbetten und mit einer besten frühkindlichen Bildung, meine Damen und Herren, hier in dem Land, dann könnten wir auch Leipzig-Konnewitz begegnen. Vielen Dank.